Jo Leute, was geht ab? Kellerparty, Handschuhe an. Und zwar habe ich mir gedacht, wir checken mal aus, was wir alles ausgebaut haben, gucken uns einmal den Zustand an und prüfen mal einmal alles durch. Und das machen wir mal gemeinsam hier im Keller. Also, let's go. Bevor wir starten, noch eine Sache. Und zwar checken wir meine Homepage aus, www.markmonetti.com. Da habe ich jetzt ein paar Sachen hinzugefügt. Einmal ein Cheat Sheet, und zwar ein Dokument, wo einmal alle Anwendungen von den einzelnen Additiven erklärt sind. Also wie benutzt man Oilstock, Mikrokeramik und den Motorcleaner und wie berechnet man das Ganze. Da wird noch für jedes einzelne Thema ein einzelnes Video rauskommen, aber nicht jetzt. Das ist nur die einmal der Preview. Das ist ein Dokument auf der Homepage, interaktives Dokument. Das heißt, ihr könnt die PDF-Datei runterladen, anklicken, landet direkt bei den Produkten. Alles in der Übersicht, auch wie man das Ganze berechnet, welche Füllmengen man braucht. Das habe ich jetzt gerade letztens fertig gemacht, war viel Arbeit. Schaut euch das an, ladet euch das runter, teilt das ab. Und natürlich habe ich Ölberatungen gemacht für euch. Und zwar einmal habe ich rausgeschrieben, aktuell ist noch eine Arbeit, aber das ist schon mal online für die LL01 Öle. Welche LL01 Öle sind geil? Welche haben gutes Ranking? Und das Ganze habe ich sehr aufwendig gestaltet. Und zwar, ihr könnt nämlich einmal gucken, welches Öl ist nice, welches LL01 Öl ist nice. Dann einmal Originaldatenblatt, die Ölanalyse vom Oil Club dahinter mitgepackt. Das heißt, ihr könnt so richtig in die Tiefe einsteigen und alles herausfinden. Und dann einmal direkt einen Link bei Amazon. Also für Amazon könnt ihr natürlich auch kaufen, da wo ihr wollt, aber einfach eine Verlinkung, dass ihr ungefähr Preisgefühl kriegt, was das Ganze kostet. Das einmal wird noch ein bisschen erweitert für LL04 Öle oder für Diesel und für spezielle Motoren, welche Öle in welchem Motor am geilsten sind. Das wird nach und nach aufgebaut. Einmal als kleines Intro für euch, dass ihr mal so ein bisschen wisst, was hier noch nebenbei passiert. Checkt das unbedingt auf meiner Homepage und jetzt gehen wir zu den Teilen. Hier habe ich nämlich einmal schon das Schlauch gelöst und zwar der Schlauch ist abgebrochen. Das könnt ihr einmal sehen. Was das bedeutet, dass das Ganze abgebrochen ist, ist, dass das Material, das hört ihr, super spröde und porös ist. Also hier geht gar nichts mehr. Also wenn ihr irgendwie mal an der Ansaugbrücke rumfummeln müsst, auf jeden Fall Schläuche, könnt ihr davon ausgehen, dass die neu müssen. Ja, wie sieht es selber in den Schlauch aus? Warte, wo ist die Kamera? Muss ich mal kurz prüfen. Hier. Geht. Ne? Jetzt nicht wirklich ölig, aber halt wie gesagt sehr, sehr brüchig das Ganze. Dann einmal selber die KGE. Eine Sache, die ich gar nicht wusste. Und zwar hat die KGE so ein, sieht ihr das? So ein Schaumstoff. So eine Schaumstoffummantelung. Ich weiß jetzt nicht, ob die KGE, die ich jetzt nachgebaut habe von der Phoebe, die habe ich mir gar nicht genau angeschaut. Muss ich mal im Video schauen. Einmal KGE, das ist das Hauptteil, kommt einmal neu. So sieht das Ganze aus. Und dazu natürlich, die hier auch so einen Schaumstoff drum hatte. Das, was natürlich auch, denke ich mal, sehr stark dazu beiträgt, dass das Ganze gedämpft wird von der Soundkulisse her. Das ist natürlich jetzt nochmal eine sehr interessante Frage. Nicht, dass wir vergessen haben, das anzubauen oder umzumontieren oder ob die andere das hat. Wenn, wäre natürlich ärgerlich. Nochmal Ansaugbrücke runter, wäre nicht so geil. Aber ja, so davon abgesehen, da ist einmal so ein Schaumstoffstück dabei. Das hebe ich mal auf jeden Fall auf. Man weiß ja nie. So sieht das Ganze einmal aus jetzt. Der eine Schlauch, wenn ihr die auch mal lösen müsstet, hier diese Clips, die müsste man hier drücken, um das zu öffnen. Und hier eben den zweiten, dieser sitzt nämlich irgendwie so hier drin. Und dann hatten wir Schwierigkeiten mit dem Schlauch, den richtig ranzukriegen. Was das erste Problem ja eigentlich erstmal ausgelöst hatte. Einmal, um jetzt das Ganze als Feedback zu geben, gucken wir mal rein, wie weit wir reinschauen können. Das sieht soweit in Ordnung aus. Hier müsste ich mal den Clip lösen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen interessanter aus. Ich versuche das gleich mal. Und die nehmen wir hier auch mal hier unten ab. Ich mache das einmal kurz. Also der hier geht relativ einfach. Muss man hier drauf drücken. Dann kann man den einfach abziehen. Den habe ich eben probiert. Das ging ein bisschen schwieriger, aber ich mache das mal kurz. Oh, das haben wir jetzt auch einmal abgelöst. Oh. Hört, ich bin aus der Puste. War nicht ganz so einfach. Haben wir hier eine Zange zur Hilfe genommen. Das hat gut geholfen. Also ja, meine Forschung geht weiter und zwar hat die KGE natürlich auch hier unten noch einen Schaumstoff, einen zweiten. Wie gesagt, ich habe mir nicht die andere angeguckt, wie die genau aussieht und ob die auch so eine Schaumstoffdichtung drumherum hat. Ich hoffe ja, das wäre sonst echt ärgerlich. Aber ich denke mal, da hat er auch eine, weil das sah genauso aus, das Ding. Naja, bauen wir mal hier weiter auseinander. Hole ich den hier auch mal runter. Also, das ist hier so ein gummiartiges Schaumstoffzeug.
So, dann haben wir hier einmal hochkomplexe Elektronik. Die ist hier einmal drumherum gewickelt für diese Stecker hier. Und dann haben wir hier so kleine Clips. Ich gucke mal, ob ich das hier öffnen kann. Lass da mal reinschauen, ob das geht. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, wie man das öffnet. Aber das sollte doch machbar sein, ne? Jedenfalls hier unten sieht es so aus. Hier so. Hält sich in Grenzen. Hier ist halt ein bisschen öliger. Und das Weiße ist natürlich ein bisschen Rest von Mikrokeramik, ne? Die ist ja überall. So, ich zeige euch das mal. Ich habe kurz einen Prozess gemacht. Ich habe mal hier ein bisschen raufgeballert. Also, das habe ich hier mal rausgebrochen. So sieht das Ganze aus. Hier ist die Membran. Wenn ich hier drauf drücke, merkt man auch, dass hier Luft rauskommt. Und dass das eigentlich noch sehr intakt zu sein schien. Also die war nicht in, die war nicht im Eimer. Die hat auf jeden Fall funktioniert. Und die macht auf jeden Fall einen guten Eindruck hier mit der Membran. Man sieht, hier schließt die auch. Ja, natürlich gut einen auf den Deckel bekommen. Aber guckt mal hier in die Ecke. Sieht alles gut aus. Ja, schaut hier. So, ich habe die KGE immer weiter für euch zerlegt, habe das hier mal einfach rausgebrochen, weil mir das zu doof war. Also so sieht das Ganze einmal aus. Du siehst, die Membran ist hier perfekt drin verschlossen. An allen Seiten. Und die hat noch perfekt gearbeitet und hat gut funktioniert. Also KGE war in Ordnung. Hat gut funktioniert. Also wenn ihr mal reinzieht, 130.000 Kilometer, 15 Jahre alt. Gutes Bauteil, ne? Hat gut funktioniert. Ching, ching, ching. Ja. So sieht's aus. Also alles in Ordnung, aber die ist jetzt Müll. Dann gucken wir uns einmal meine alte Deezer an. So sieht meine alte Deezer-Stelle aus. Der ist leicht ölig. Wie ihr sehen könnt, aber das hält sich in meinen Augen in Grenzen. Das Ding ist bombenfest. Lässt sich nichts bewegen. Wenn ich mir hier die Bohrstellen und die Schraubstellen einschaue, ist auch alles in Ordnung. Dichtung hier am Rand. Ist ebenfalls alles dicht. Hört sich auch nicht an, als wäre da Öl drin. Die werde ich natürlich jetzt nicht aufbrechen. Da sieht man noch einmal, was hier drauf steht, und zwar Mahle. Mahle Filtersystem ESK002. Das ist natürlich Original BMW-Nummer. Zeige ich das einmal, 05082164813. Ja, die ist in Ordnung. Hier nochmal eine zweite Nummer, 75522982. Die ist echt top im Zustand, also ich denke mal, da muss ich mir keine Gedanken machen. Trotzdem bin ich froh, dass ich die gewechselt habe. Ich habe jedenfalls noch eine über. Ob ich die jemals verbauen werde, weiß ich nicht. Aber da ist sie, so sieht er aus. Das ist der kleine dieser Steller in der inneren der Ansaugbrücke. Die habe ich getauscht, die große, die, wo man von außen rankommt, nicht. Und das Wichtige ist halt, dass einmal hier, der hier fest sitzt. Und dann kann es immer sein, dass der Stift hier drin, der hier drin ist, dass der bricht. Und die Klappe sich verabschiedet, schief hängt, feststeht oder irgendein Teil abbricht und in die Ansaugbrücke und in den Einlasskanal reinfällt. Alles nicht der Fall gewesen bei mir. Bei mir ist alles top, alles gut. Deswegen bin ich sehr happy. Trotzdem ist sie getauscht. Auch eine sehr gute Sache. So, dann geht der Spaß immer weiter. Einmal schauen wir uns den Anlasser an, der kaputt war. Der ganze Grund war für die ganze Nummer hier. Das Ding hat echt ein gutes Gewicht. Aber wie sieht er aus? Und zwar hier natürlich ein bisschen Gebrauchsspuren. Und das Problem war meiner Meinung nach, dass der hier nicht mehr ausfahren konnte, dass irgendwie dieser Mechanismus im Eimer war. Und deswegen nicht mehr gestartet hat. Jedenfalls machte das den Eindruck. Ja. Mega schmutzige Flossen jetzt, aber der ist einmal hinüber. Dann, ich habe gehört, da muss ich mir nochmal schlau machen, ob das geht, das weiß ich nicht, dass man den auch zurücktauschen kann. Dann gibt es Pfand dafür zurück. Nochmal irgendwie 30 Euro oder so. Ich werde mal schauen, ob ich das mache.
Keine Ahnung, wie und wo und was. Wenn ich darüber was weiß, dann werde ich da in den Kommentaren etwas anpinnen. Dann schaut in den Kommentar, dann könnt ihr wissen, ob man den eintauschen kann und was es man nochmal für Kohle zurückbekommt oder nicht. So, weiter geht's mit den nächsten Dingen. So, dann machen wir weiter mit den Zündkerzen. Die Zündkerzen waren nicht ganz so lange drin, ungefähr 40.000 Kilometer waren die drin. Das sind hier einmal alle, zeige ich die mal, wie die einmal aussehen. Kann ich auch gucken. Jo, nice. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche wo und welche Position war, aber das ist so typisches Bild für den N52. Von den Zündkerzen her. Immer mal wieder ein bisschen mager, aber trotzdem ein bisschen hell. Entleicht ins Dunkle, braune gehend. Aber die sahen bisher immer so aus. Das waren jetzt hier, jetzt kommen die letzten zwei. Noch einmal. Man sieht, eigentlich geht es noch ganz gut. Genauso wie den hier. Alles in Ordnung. Hier die Elektrode ist gut. Macht alles keinen schlechten Eindruck auf mich. Die Platine ist auch nicht zugesetzt. Eigentlich Zündkerzen in sehr gutem Zustand. Ich habe jetzt natürlich die Zündkerzen, die ich letztes Mal ausgebaut habe, nach 90.000 Kilometer, habe ich gerade weggeschmissen. Wäre natürlich mal ganz interessant, die nochmal einen Vergleich dahin zu stellen. Das habe ich jetzt verborgt, aber ist ja auch egal. So sehen die einmal aus. So, die kommen wieder rein. Und dann gucken wir uns nochmal eine Zündspule an, aber das ist eigentlich nicht so spektakulär. So, dann kommen wir nochmal zu den Zündspulen. Das ist Zündspule aus Zylinder 6. Und zwar, ja, was gibt es zu erzählen? Eigentlich nichts Großartiges. Das Wichtige habt ihr ja in einem Video schon gesehen, und zwar dieser Steg. Das sind hier auch original Bosch, aber ich habe, wie gesagt, mich für Delphi entschieden, weil Delphi und NGK sehr gut funktionieren. Wie gesagt, aber die NGK-Zündkerzen mit diesen Bosch-Zündspulen funktioniert auch gut. Ich habe jetzt mittlerweile von euch gehört, dass die Bosch-Spulen den Steg immer versetzt haben und dass deswegen immer passen soll. Ja, keine Ahnung. Also ich finde es nicht so schlimm. Zur Not kann man einfach das hier wegschneiden. Das habe ich hier gemacht. Das war jetzt kein großes Problem. Und ja, sonst läuft alles gut. So sieht hier aus. Das ist noch wahrscheinlich die erste. Und ja, wenn bei euch mal die Zündkerze oder die Zündspulen gewechselt werden, immer auch darauf achten, na, wie auch immer das gemacht werden könnt, dass auch die Spule Nummer 6 gemacht wird. Denn ich habe schon einige Male mitbekommen, dass die Schrauber, weil die hinten so weit hinten liegt, die Sechser zu faul sind und die Sechser nie getauscht haben. Und als man dann selber mal die Hand angelegt hat, die letzte zu tauschen, hat man dann gesehen, dass die letzte ganz anders aussah als der Rest. So, das war es soweit. Einmal aus dem Keller, einmal kleine Überprüfung, wie das Ganze einmal aussah. Zu euch kann ich aber auf jeden Fall sagen, Auto läuft gut. Das Klackern, was ich da hatte, das ist weniger geworden. Und ich habe das Gefühl, dass die Membran sich einmal so ein bisschen eingrooven musste, dass das jetzt einfach nicht mehr so präsent ist, auch nicht mehr so laut und so doll. Und es ist deutlich weniger. Also dieses leichte Klappern ist noch da. Wie gesagt, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich jetzt hier diese Schaumstoffdinger vergessen habe, wieder drum herum zu tüdeln. Wobei ich aber ganz stark davon ausgehe, dass die standardmäßig immer drauf sind. Also vielleicht klingt die einfach anders. Ich hatte gehört, Phoebe kann man halt nehmen, falls es doch ein anderer Hersteller sein sollte oder man die Originale nehmen sollte, weiß ich jetzt nicht. Ich würde tendenziell jetzt doch eher zu Originalen greifen, weil das nicht so ein schönes Geräusch ist, was man dann jetzt im Motorlauf hat. Ob ich mir den Aufwand nochmal mache, eine neue zu kaufen, das nochmal umzubauen und Ansaugbrücke runter, keine Ahnung. Aber mein Rat wäre an euch, wenn die Originale gut geklungen hat, auch die Originale zu nehmen. Schläuche und drumherum kann man aber Zubehör kaufen. Sonst kostet allein KGE im Komplettset 100 € mehr als das, was ich bezahlt hatte. Ja, wenn einer was dazu weiß, würde mich natürlich derbe interessieren. Und ja, abonniert und schreibt mir eure Erfahrungen. Wie sind eure Teile so gewesen? Habt ihr irgendwas aus Vorsorge bei eurem Auto getauscht oder nicht? Und ja, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und dann geht's das nächste Mal wieder weiter von woanders. Das war die Keller-Session. Bis zum nächsten Mal. Peace. Piu.